Nach der Fasnacht hat der Aschermittwoch die Fastenzeit eröffnet mit dem Ruf: Bedenke, o Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst. Zu diesem Weckruf konnte man am letzten Mittwoch das Aschenkreuz empfangen. Fasten ist heute in. Beim Fasten wendet sich die Aufmerksamkeit dem eigenen Körper zu, weil er uns auf dem Weg nach innen, zu unserer Seele, zu unseren geistigen und spirituellen Wurzeln begleitet. Das Wohlbefinden des Körpers, ein guter körperlicher und seelischer Zustand eines jeden Menschen, ist sicher die wahre Schöpfungsabsicht Gottes. Die Evangelien berichten von unzähligen Krankenheilungen Jesu. Nirgends lesen wir, dass Jesus den Körper bekämpft hätte. Im Gegenteil, Jesus ist vielen Kranken in ihrer körperlichen und seelischen Not beigestanden und hat sie geheilt. Die Heilungen Jesu sind Seelsorge und Leibsorge in einem. Oft sind wir richtige Stopfgänse. Die Balance und der gute Rhythmus gingen verloren. Die Entschlackung, die Außen- und die Innenreinigung wollen uns heilen, uns von Krankem und Krankmachendem befreien. Nur noch aufnehmen und zu uns nehmen, immer mehr und noch mehr. Wir stopfen in uns hinein, essen, Informationen, Impulse. Loslassen und entspannen, Gebet und Meditation kommen bei den meisten von uns entschieden zu kurz. Die Fastenzeit kann hier einen heilsamen Ausgleich schaffen. Die Fastenzeit ist eine körperliche und seelische Frühjahrsputzete. Der heilige Kirchenvater Johannes Chrysostomos sagte es einmal so: Fasten ist Speise für die Seele. Das wünschen wir Ihnen. Speisen Sie in der Fastenzeit auch für Ihre Seele.